Hallo, Freunde der Sonne. Wir sind mal wieder beim IKEA. Zweites Mal IKEA innerhalb von einer Woche. Diesmal gesucht Schreibtischplatten, zwei Stück. Die haben wir schon im Kopf, die haben wir letztes Mal auch schon gesehen. Da wissen wir eigentlich ziemlich genau, welche wir wollen. Dann noch die Beine für den Schreibtisch. Und das war's eigentlich, glaube ich, fürs Büro. Dann vielleicht noch Schreibtischlampen, haben wir gesagt. Oder nee, die wollten wir bei Home24 kaufen. Dann noch einen Schreibtischstuhl. Ein Schreibtischstuhl für Samira. Oh, stimmt, aber vielleicht kriegen wir den jetzt gar nicht rein. Und eine Kommode für das Büro. Also eigentlich wollen wir heute alles kaufen, das ins Büro kommt. Also jetzt habt ihr gehört, was wir kaufen wollen. Und nachher zeigen wir euch dann die zwei Kissen, die wir am Ende gefunden haben. Nein. Ja. Also das muss jetzt erfolgreich sein. Ich hab Bock nochmal herzusteppen in die Soiree. Mach Druck. Kronleuchter separé, steh auf Schickimicki. Ich bin die Tischplatte. Ey, kann man dich mitnehmen? Ja, für 75 Euro. Sorry, aber das ist mir ein bisschen teuer. Das ist Wucher. Also, First Step Tischplatte ist gemacht. Wir haben uns eigentlich auch schon eine ausgesucht. Soll die hier werden. Die in der Holzoptik in 2 Meter mal 60 cm. Da habe ich jetzt ein bisschen auf was verzichtet, weil ich wollte eigentlich 80 cm Breite haben, weil es schwer wäre mit den Computern drauf. Ich will nicht so nah an dem Computer sitzen. Aber sonst wäre es auch wieder schwer gewesen mit dem Eckteil, dann wäre der Schreibtisch zu kurz gewesen. Ja. Deswegen wird es diese Platte hier, du kommst mit nach Hause. Und hier haben wir jetzt auch direkt noch einen Schreibtischstuhl für Samira gefunden. Das ist perfekt, der ist sowohl klein als auch stillos. Spaß. Schatz. Der ist mir spontan eingefallen und ich fand das witzig. So, jetzt brauchen wir hier noch unsere Beinchen. Das sollte ja relativ einfach sein. Also schwarz oder weiß ist einfach nur die Frage. Bei Holz geht nicht, das ist eine andere Holzoptik. Jetzt gab es einfach genau dieses eine Stuhlbein, nee, Tischbein, das wir gebraucht haben, nicht mehr. Dass das quasi noch da war, war zu klein. Damit hätten wir nichts anfangen können und das andere war jetzt nicht mehr. Oh, Samira, der hat den Herd angelassen hier in der Kinderküche. Mach mal schnell aus. Ist ja auch für dich relativ bekannt. Naja, wenn es jetzt abfackelt, weiß wer schuld war. Ja, aber noch meine. Der kleine Mann da vorne. Niemand findet meine Fingerabdrücke. Scheiße. Diesmal kein Köttbulla, sondern Schnitzel. Ich hätte lieber Köttbulla genommen sollen. Ja, jetzt im Nachhinein schon, ne? Schon, gell, weil auch eine geilere Soße dabei ist. Das ist halt auch mini. Und da ist auch eine geile Soße dabei beim Köttbulla. Ja. Wusstest du, dass sie in Schweden ihr Schnitzel traditionell aus Elchfleisch machen? Hahaha. Ha, ha. Hä, ist so. Ist auch nicht so geil, das Schnitzel. Ja, scheiße. Man trifft manchmal auch falsche Entscheidungen. Ja, schade. Also das war meine Autofahrt. Von der darf man echt niemand erzählen, die war höchst illegal. Samira hat, glaube ich, nach rechts und nach hinten nichts rausgesehen. Ich saß dann hinten drin, weil halt nur Samira fahren konnte, weil sie viel kleiner war und der Stuhl so weit vorne sein musste, sonst hätte nicht alles reingepasst. Aber wir sind heile zu Hause angekommen. Und hier stehen auch schon wieder die nächsten 500 Euro IKEA-Bestellungen. Das hier ist ein Regal, das hier hinkommt. Da bin ich sehr gespannt, wie das aussieht. Das war auf jeden Fall sehr teuer. Und das hier sind die zwei Schreibtischplatten. Die kommen dann ja einmal so und einmal so an das Eck ran. Und dann hoffe ich wirklich sehr, dass das Büro hier Anfang oder Mitte nächster Woche schon ganz, ganz anders aussieht und so langsam Gestalt annimmt. Leider hat sich das Problem mit den Tischbeinen jetzt immer noch nicht geklärt, weil wir gestern im Obi, also wir haben sowohl im IKEA, da gab es eigentlich passende, allerdings gab es die dann halt nicht mehr in dem IKEA, in dem wir waren. Die waren irgendwie ausverkauft oder nicht mehr auf Lager, wie auch immer. Und im Obi gab es dann die Farbe nicht mehr, die wir wollten, weil wir unbedingt die Tischbeine jetzt doch nicht in schwarz, sondern in weiß haben wollten, weil wir dachten, das passt vielleicht ein bisschen besser zu dem Rest der Möbel im Büro. Also muss Samira da jetzt morgen nochmal zu Bauhaus, denn da gibt es die Tischbeine, die wir haben wollen und die auch farblich gut passen. Jetzt werden wir aber auf jeden Fall mal die Türgriffe für den Schrank im Schlafzimmer ranmachen. Also die muss man noch ranbohren und alles mögliche. Die haben wir uns auf Amazon bestellt. Den Link packe ich euch gerne in die Infobox, wenn ihr wollt. Aber ich glaube eigentlich nicht, dass euch nur die Türgriffe was bringen. Ich hoffe echt, dass ich das hinbekomme. Ich glaube, ich bin jetzt handwerklich so ein bisschen besser geworden durch die ganzen Umzüge. Aber es ist halt nicht das Wahre, ne? Wollen wir uns nichts vormachen.
Das Ganze sieht jetzt gerade noch so aus. Okay, die Schranktür machen wir noch zu, dass man es besser sieht. Es ist quasi ein Schrank ohne Türgriffe, deswegen ist er auch noch sehr weiß. Ich glaube, wenn dann auch noch diese schwarzen Türgriffe dran sind, dann sieht es echt nochmal ein bisschen besser aus. Wir müssen den echt auch noch putzen wegen meinen Handabdrücken vom Ranmachen. Bin mal gespannt, wie lange das dauert. Ich glaube eigentlich, dass das schnell erledigt sein sollte. Und fertig ist unser Schrank. Finally. Immer wenn ich irgendwas filme, kommt Happy rein und schaut er so, ja okay, ist genehmigt. Von hier aus sieht man halt, dass diese Türgriffe echt nicht gleich sind, ne? Ja, also ich glaube, das fällt auch jedem auf, wenn man das hier filmt, dass die beiden Türgriffe nicht auf einer Ebene sind. Also der hier ist höher als der andere. Aber wenn wir noch ein Loch gebohrt hätten, dann wäre es halt locker geworden und es hätte nicht ganz gepasst. Und ich fand es ehrlich gesagt auch schwerer als gedacht, die jetzt hinzumachen. Aber es sieht gut aus. Der Schrank ist fertig. Ja. So, jetzt geht's hier los im Büro. Der Schreibtisch wird heute gemacht und heute wird er auch endgültig gemacht. Erster Schritt ist jetzt erstmal mit Leim die Holzplatten, die wir gekauft haben, auf die Kommoden zu machen, die wir bei IKEA gekauft haben. Das heißt, weil die Kommoden nur 70 cm hoch sind und es ein bisschen zu niedrig für mich zum Sitzen ist, haben wir da Holzplatten gekauft, jeweils 2 Stück pro Seite. Und die werden wir jetzt hier mit Leim drauf machen, also auf die Schicht Leim, Holzplatte drauf, auf die Schicht Leim, Holzplatte drauf. Und da oben kommen dann die Platten hin. Jetzt muss ich das auf jeden Fall erstmal fertig machen und dann schauen wir mal, ob es von der Höhe her passt. Also ich glaube, das halt ziemlich sicher. Es muss ja nicht bombenfest halten, es reicht ja nur, wenn da eine Platte drauf liegen kann. Und es ist eigentlich echt gut, weil das Holz, das oben drauf liegt, also das hier, hat halt komplett die gleiche Farbe wie die Kommode. Das war echt unauffällig. Bin sehr zufrieden, muss ich sagen. Wir haben jetzt endlich unsere Tischbeine gekauft. Das war wirklich eine längere Reise, bis wir die gefunden hatten. Erst waren wir bei IKEA, da gab es sie nicht mehr. Und auch in der falschen Farbe eigentlich. Dann waren wir bei Obi, da gab es sie auch nicht mehr. Oder da gab es halt keine, die wir haben wollten. Dann waren wir vorhin bei Bauhaus, wo wir online nachgeschaut haben, aber die gab es dann in der Filiale nicht. Und jetzt waren wir bei Hornbach und haben die richtigen gefunden. Und auch mit Montageplatten und allem möglichen. Und die werden jetzt an unseren Schreibtisch geschraubt. Und die Frau trägt einfach eine Brille über eine Brille. Tutorial, how to do it. Normale Sehbrille, Sonnenbrille drüber, brauchst du nicht kaufen, teure Sonnenbrille mit Sehstärke. Für optimale Schutz. Genau, so machst du das. Macht gar keinen Sinn, dass die da drin sind. Ja, die sind halt für die IKEA. Finish Handworkers! Handworkers. Hey, das ist absolut richtig. Alter! Seht ihr das? Alter! Weiß ich nicht, ich hab immer Netz. Nee, wie heißt das? Ich das ist eine Asipalme, nicht das andere mal. Handworkers war perfektes Denglisch. Wir sind fertig mit unserem Schreibtisch, endlich! Das war eine ganz schwere Geburt, das kann ich euch sagen. Morgen wird der vollgeräumt. Hier steht jetzt das erste Mal seit einem Jahr Samias iMac. Der war ein Jahr lang bei uns in Berlin einfach ungenutzt im Keller gestanden. Den wollten wir jetzt wieder aufstehen, damit wir da ein paar Videos dran schneiden können. Hier kommt noch ein zweiter Monitor von mir hin. Das ist übrigens voll das alte Ding. Hier sehe ich da gerade, das ich von der Arbeit bekommen habe. Richtiges Röhrenfernseherteil.
Und ich glaube, da hinten müssen wir noch ein letztes Tischbein hinmachen. Wir haben jetzt nur zwei hingemacht. Aber ich finde es richtig geil, wenn man voll viel Platz zum Arbeiten hat. Gestern ist dann übrigens noch Samiras Schreibtischstuhl angekommen. Den hat sie selber zusammengebaut, ist fast dabei ausgeflippt, aber er steht. Das Ganze nimmt jetzt echt so ein bisschen Gestalt an. Also wie gesagt, hier kommt dann noch, kaufe ich mir noch zwei Monitore. Dann kommen hier 1, 2 plus Laptop hin. Da hinten das iMac und ich glaube entweder hier oder hier kommt noch eine große Pflanze hin. Der steht schon wieder einfach nur rum und beobachtet, ne? Und das Regal hat Samira gestern eingeräumt. Das haben wir bei IKEA gekauft. Das ist das ultra teure. Hat sie eigentlich echt schön eingeräumt, finde ich. Und damit sollte das Büro dann auch schon fertig sein. So langsam nimmt die Wohnung echt Gestalt an. Also wir haben jetzt so 3/4 ungefähr fertig und es fehlen nur noch so ein paar Details. Die Küche, die zeige ich euch lieber echt noch nicht, weil das sieht ganz, ganz böse aus. Und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Nicht vergessen, Video liken und abonnieren. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Peace.